Ganz im Norden von Lanzarote ist die kleine Hafenstadt Orsola. Hier startet die einzige Fährverbindung nach La Graciosa. Sobald man den geschützten Hafen verlässt, nimmt die Dünung erheblich zu. Hat man dann die nördliche Spitze von Lanzarote umfahren und biegt in den Rio ein, so nimmt die Dünung stark ab und man kann die Anfahrt auf La Graciosa genießen. Die blau skizzierte Strecke zeigt die Fährverbindung von Orsola nach Caleta del Cebo. Im Hafen von Caleta del Cebo angekommen, miete ich mir für die rot markierte nördliche Route ein Mountainbike. Da meine Fotoausrüstung doch recht schwer ist, gönne ich mir ein E-Bike. Die gelb markierte südliche Route muss zu Fuß erkundet werden. Erste Station ist Pedro Barba im Nordosten. Die weitaus schönere Strecke führt am Meer entlang, muss aber zu Fuß bewältigt werden, da hier einige Abschnitte Steilküste sind. Mit dem Mountainbike fahre ich die Schotterstraße am Fuße des Vulkans. Pedro Barba ist eine kleine Ansammlung von hübschen Ferienhäusern mit einer kleinen geschützten Badebucht. Bars und Einkaufsmöglichkeiten sucht man hier vergebens. Weiter geht es über eine sandige Piste zum Norden der Insel, durch eine dünenartige Landschaft zum Strand Playa Lambra. Hier kann man die Stille mit Wind und Wellen genießen.
Weiter Richtung Nordwesten gibt es die Bajo de las Maja Palomas, einige ausgewaschene Höhlen an der Steilküste. Im äußersten Westen finden wir einen der schönsten Strände der Kanaren, Playa de las Conchas. Direkt gegenüber liegt die kleine Insel Isla de Montana Clara. Caleta del Cebo zieht sich als Ansammlung kleiner weißer Häuser mit einigen Bars an der Ostküste entlang. Hier beende ich die Nordroute und verabschiede mich von meinem Fahrrad. Die südliche Route habe ich dann zu Fuß gemacht, da der Boden hier sehr sandig und tief ist. Bevor ich weitermache, wenn dir das Video bisher gefallen hat, so klick doch den Daumen rauf und abonniere meinen Kanal. Im Süden gibt es einige wunderschöne Strände und eine tolle Aussicht von Montana Amarilla. Thank you.
Zum Abschluss gibt es im Hafen noch ein kühles Getränk und ein paar Tapas. Nach einem wunderschönen Tag auf La Graciosa geht es dann mit der Fähre zurück nach Lanzarote.